Moin Leute, willkommen Bruderland. Ich habe mal wieder was zugeschickt bekommen aus China. Und zwar habe ich hier eine Webcam, die Jupiter AI Webcam. Keine Ahnung, habe ich nie von gehört gehabt. Kostet bei Amazon normalerweise 129 Euro. Jetzt gibt es gerade irgendwie bis übermorgen oder so 35 Euro Rabattgutschein. Auf jeden Fall eine Full-HD-Kamera und die werden wir uns heute mal anschauen. Ich packe die jetzt erstmal aus. Und dann werde ich sie nebenan an meinem Rechner mal anschließen. Und bisher nutze ich ja von Anker die PowerConf C300, keine Ahnung was. Und dann sehen wir einfach mal so den direkten Vergleich, wie das so in Sachen Qualität ausschaut und ob das Ding wirklich was kann oder nicht. Falls euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich. Fangen wir erst an der Verpackung an. All-in-One AI-Focus-Kamera, Best Team-Meeting-Experience. AI-Focus, Full HD, vier Mikrofone, ein Speaker. Warum braucht das Ding einen Speaker? Aber okay. E-Meet, Jupiter heißt das Ding. Hinten nochmal intelligente Fokussierung, vier Mikrofonreihe, drei in einem Gerät. HD-Bild, Bildparameter einstellen. Ist von Shenzhen E-Meet Technology. Also die machen auch noch irgendwelche Videokonferenz und Telefonkonferenzgeräte oder sowas, aber mal gucken. Und das wird jetzt hier vertrieben durch die Level An Support Limited in Friedrichstraße, Berlin. Okay. Das übliche China-Produkt. Verpackung ist jetzt erstmal relativ unspektakulär. So. Da lacht uns die Webcam an. Das war der Inhalt der Webcam. Also, die stellen wir nochmal zur Seite, gucken uns nochmal das Zubehör an. Ich vermute mal, hier sind einfach ein Kabel. Oh, da sehe ich schon, da lacht mich ein USB-C-Anschluss an. Und zwar haben wir hier ein USB-A auf USB-C-Kabel. Wie lang ist das? Also, so rein von der Qualität hätte ich jetzt gesagt, das ist 2 Meter. Ja, das ist schon mal gut. Ein 2-Meter-Kabel ist immer gut. Und wie gesagt, USB-C, das ist ganz wichtig. Und das war es aber auch eigentlich schon vom ganzen Lieferumfang. Viel mehr ist hier nicht drin. Was uns jetzt aber auch nicht unbedingt. Ja, doch, ein bisschen Papierkram ist noch drin. Der User Guide ist drin. Halleluja. Nee, aber den schauen wir uns nicht an. Mein Plan ist ja, das Ding einfach einzustöpseln und dann mal zu gucken, was das kann. Das ist die Kamera. 5 Volt, 500 Milliampere, made in China. Designed by eMeet, Shenzhen eMeet Technologies. Wie gesagt, hier ist ein USB-C-Anschluss. Das sieht aus wie noch irgendwie ein Reset-Knopf oder irgend sowas. Was ganz nett ist, vorne für die Linse ist hier so eine Kappe drauf. Die ist mit per Band festgemacht. Ist, glaube ich, ganz praktisch, wenn man das Ding ab und zu mal transportiert. Aber ansonsten ist es ein ziemlich dicker Oschi. Ne, sonst sind die, also ich hole euch mal meine. Damit ihr mal einen Vergleich seht. Ne? Also, das ist jetzt meine Anker PowerConf irgendwas. Und das ist halt so das übliche Setup, wie man normalerweise Kameras, also Webcams bekommt. Und ja, das ist schon ein ziemlich dicker Oschi. Und da scheint auch was drin zu sein. Ja, nur damit man es mal gesehen hat. Man kann es auch ein bisschen drehen hier. Aber also 360 Grad drehen ist jetzt hier gerade erstmal nicht drin, ohne dass ich jetzt zu viel Gewalt anwende. Aber wie gesagt, ich werde das Ding jetzt einfach mal drüben an meinem Rechner anschließen, wo ich sonst die Anker-Webcam habe. Und dann gucken wir mal, wie das Ding in Realität ausschaut. Ich werde das dann wahrscheinlich mit Streamlabs OBS laufen. Und dann einfach mal zwischen den Kameras hin und her zwischen, mal sehen, ob man da was sieht. Und ja, wie gesagt, ich wechsle mal die Perspektive. Bis gleich. Also, ich bin jetzt hier gerade im Streamlabs OBS und ich filme gerade mit der AI Jupiter. Und ja, der Ton ist jetzt noch momentan über das Gerät hier. Und jetzt mache ich das mal aus. Und jetzt hören wir den Ton über die AI Webcam Jupiter. Und ich gehe mal hier ein bisschen durch die Gegend. Also das AI-Webcam-Ding hat sich eigentlich gerade, hatte sich das irgendwie aktiviert und das auf mich reingezoomt, aber jetzt passiert irgendwie nichts mehr.
Das Bild generell sieht mit Full HD trotzdem ein bisschen komisch aus. Oben haben wir noch meine Farbhintergründe und ihr seht, da switcht ständig die Farbe hin und her. Ah, jetzt zoomt die AI-Webcam mal wieder rein. Also, kommt einem ein wenig komisch vor. Hallo. Ja. Interessant, interessant. Also Videoqualität ist, finde ich persönlich, ihr seht, da wechselt ja nicht die Farbe. Ich mache mal das Licht jetzt aus. Alexa, Feierabend. Okay, so haben wir bei ganz schlechten Lichtverhältnissen, was jetzt aber nicht überraschend ist. Alexa, ich muss arbeiten. Jetzt haben wir ein bisschen mehr, aber keine Scheinwerfer an. Ihr seht, das ist da immer noch ein ziemliches Rauschen. Alexa, Licht aktivieren. So, und jetzt sind auch noch meine Scheinwerfer auf und jetzt geht das mit dem Rauschen eigentlich. Aber insgesamt, ich weiß nicht so ganz. Die Soundqualität ist ähnlich gut oder schlecht, wie es auch bei meiner Anker-Webcam ist. Und ich switche mal den Sound wieder auf die Kopfhörer. Jetzt hört ihr das wieder von den Kopfhörern hier. Da ist das, glaube ich, auf jeden Fall besser. Und ja, also mit den Farben kommt er nicht so ganz klar. Also die AI zoomt zwar irgendwie rein. Macht zwar ab und zu was, aber jetzt nicht irgendwie stetig, dass sie mich verfolgt oder so. Hallo AI. Ja, und ja, ihr seht das immer. Ich mache mal ein Foto, damit ihr mal seht, wo sie denn gerade steht. So sieht das gute Ding da gerade aus. Also, hat mich die Webcam jetzt überzeugt? Ja, soundtechnisch glaube ich nicht wirklich. Also, da habt ihr es jetzt gerade selber gehört. Müsst ihr selber entscheiden, ob das gut war oder nicht. Ich fand es jetzt eher mittelmäßig, wobei bei den meisten Webcams, die ich jetzt hatte, egal welche Preisklasse, war das Mikro jetzt meistens nicht so gut. Und das Bild selber, das ist mir ein bisschen zu fehleranfällig und es wechselt zu oft irgendwie das Gerät so die Farben und die Belichtung und so. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich gucke mal, ob ich noch die andere Webcam anmachen kann. Genau, und so sieht es jetzt zum Beispiel mit der Anker-Kamera aus. Ich finde, da sind die Farben generell irgendwie ein bisschen sauberer und gesättigter und nicht komplett blass. Aber ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich dafür 130 € bezahlen würde. Immerhin, es ist kein komplettes Billigzeugs, ne? Da ist wirklich Hardware verbaut und das Ding hat ja auch ein gewisses Gewicht, aber hat mich jetzt nicht so ganz überzeugt. Aber so, es ist auf jeden Fall besser als die meisten Webcams, die ihr in irgendwelchen Notebooks drin habt oder sowas. Insofern, ja. Das war's von meiner Seite. Falls ihr noch Fragen zur Jupiter AI Webcam habt, stellt sie mir gerne in die Kommentare und damit bin ich jetzt auch schon fertig. Macht's gut, ciao, ciao.